Back in Business. Ah, beziehungsweise das Video fängt ja für euch hier an. Kartoffelmietenstroh streuen. Oh, habe ich sogar schon wieder hochgemacht, die Klappe. Dachte, ich hätte zuletzt Hühnermist gestreut. Dann ist diese Klappe ja bündig auf den Streuteil auf. Ja, Kartoffelmietenstroh, was eben auseinander soll. Und ja, warum sagte ich Back in Business? Erzähle ich euch gleich. Habt ihr das eigentlich schon gesehen? Das Grün-Gelbe war kaputt. Da habe ich das auseinandergebaut und wollte das lackieren. Da hat meine Schwiegermutter in Spätern lackiert. Und jetzt läuft das auseinander. Voll blöd. Aber sieht irgendwie auch stylisch aus, finde ich. Wild. Heute ist auch schönes Wetter. Gestern war Ostern noch, Ostermontag, da war kein schönes Wetter hier. Und auch nicht bei uns. Ja, was erzähl ich hier eigentlich? Ne? Folgendes. Meine Freundin und ich waren über Ostern im Urlaub. Und am Samstag habe ich meinen Kumpel Erik besucht, zu Hause im Odenwald, heißt das glaube ich. Der war ja mit Dennis zusammen, auch ein Kumpel, vor Weihnachten da und hat bei der Reparatur der Lastschaltung und Zapfwellenkupplung generell bei der Reparatur vom 3650 geholfen. Und der Gegenbesuch, der stand immer noch offen. Und das haben wir dann an Ostern oder Kar-Samstag realisiert. Da war ich den ganzen Tag da, meine Freundin auch. Haben erst alles angeguckt und dann ist sie halt weitergefahren. Hat sich den Tag da versüßt, was ich weiß gar nicht genau was. Ist auch gar nicht so wichtig. Und ich war bei Erik und wir haben da allerhand Sachen gemacht. Ich habe auch gefilmt. Also tausend Dank dafür, dass ich das filmen durfte. Und echt coole Sachen dabei, viele Einzelstücke. Ist schon cool, was er da alles zusammengebaut hat, zusammen mit seinem Vater und seinen Kumpels da. Das hat wirklich nicht jeder. Irgendwelche Checker-Motoren reingebaut, die da überhaupt nicht rein gehören, sage ich jetzt einfach mal. Das ist da nicht einmal passiert, das ist ein paar Mal mehr passiert, dass sie da Getriebe und Motoren, ja, willkürlich kann man nicht sagen, nach ihrem Ermessen zusammengefügt haben und dabei sind echt coole Kisten rausgekommen. Ja, und halt die Sammlung, die ist wunderbar schön für jeden John Deere-Fan, mit diesem Video. Total geil. Ja, nette Leute, hat Spaß gemacht. Das seht ihr im Anschluss. Ja, das war so das Wochenende. Ich habe auch noch was bei ihm gekauft. Ich glaube, ich habe es sogar gefilmt. Für meinen 3650, unser Zuhause. Ich sage immer meiner, das hört sich immer scheiße an. Es ist unser. Jo. Hier ein bisschen Mietenstroh aufeinander machen und dann nachher muss ich in der Firma. Wir haben ja mit diesem immer Mais gelegt und dann war ja das Rohr da dran für den Dünger nach hinten. Und das möchte Thomas dies ja gerne mit einem neuen 6R machen, mit diesem Command Pro Hebel, weil. Man musste hier immer drei Sachen bedienen, also runter, Spornrad, runter und was musste man noch, Spurenreißer raus. Und das ist ein bisschen, mir hat das nichts ausgemacht, aber es ist ein bisschen umständlich bei diesem, weil alles in Schwimmstellung muss und dann hat man wenig Zeit in den Engen. Er möchte gerne mit dem neuen dann säen, dass es einfacher geht für ihn und für alle anderen.
die dann damit säen sollen wollen. Ja, da muss ich halt nur den Bügel dann abändern, dass das Rohr dann an den Trecker kommt. Ich denke, dass wir den alten Bügel behalten werden, dass wir mit diesem dann auch noch wieder legen können. Der passt sowieso nicht und muss ich mal. Entschuldigung, müssen wir gleich mal gucken. Aber erst ein bisschen Mietenstroh streuen. Aber das brauche ich euch nicht bis ins kleinste Detail zeigen. Das ist langweilig. Sadam! Hier passieren Sachen, es ist wild. Also hier hat Erik sich ein bisschen verwirklicht. Eigentlich musst du gleich mal erzählen, was du damit alle gemacht hast. Ich bin beim Fahren. Ich will ja nur eben unten rein. Also ich bin ja beim Erik, wie ihr gesehen habt, auf Urlaub. Schön warm hier. Das ist schon sehr knapp bemessen da, ne? Beim Kraftfahrbeton war da auch. Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Aber schön gemacht. Ja, du schaffst das. Also, hat alles seinen Platz. Jo, geht. Was eine wilde Karre. Total krank. Ich weiß nicht, willst du vielleicht mal erzählen, was du damit gemacht hast? Das ist ja, hat ja nicht jeder. Kannst du ja so nicht käuflich erwerben. Ja, nee. Also so in der Reform gab es es nur als 33,50 und 30,50. Und das auch nur als 30-Kilometer-Variante, ohne große Hydraulikpumpe und ohne irgendwelche Spielereien, wie der jetzt hier hat. Und das ist jetzt ein 36,50-Motor mit 33,50 Getriebe. Also, ich will dich nicht unterbrechen, aber wenn das ganz technisch interessiert, du hast auch ein Video auf deinem YouTube-Kanal, den tue ich unten mal verlinken. Ja gut, Frontlader benutzen wir zusammen mit dem 6310 und 6320. Die Konsolen sind tatsächlich original so, die kamen aus Holland. Gut, Fronthydraulik-Zapfwelle hatte der 3650, ja, Druckluft hat er, 40 läuft er, also und irgendwo 165 PS. Ich habe ja gerade gefilmt, wo wir damit Hackschnitzel geholt haben. Habt ihr ja gesehen, das Ding, das ist abartig. Der nimmt wohl gar nichts halt, würde ich mal behaupten. Aber 165 PS ist ja auch mehr wie ein 6830 hat. Ja, von Nein, ist schon cool. Solche Reifen, die müssten eigentlich bei uns zu Hause auch nochmal drauf. Aber Geld hängt nicht in den Bäumen, ne? Nein, ist geil hier. Ich weiß nicht, darf ich mal eben rumgehen? Jo. Also, hier steht noch allerhand mehr. Diesen haben sie neu gekauft dieses Jahr oder letztes Jahr. Das ist ein 6100. Ja, von dieser Seite geht's. Ja. 620M. Ist komplett neu, 16 Betriebsstunden. Was hast du gesagt? Ja. Mit alle Kreuze, hier sogar. Müssen wir mal gucken. Geil. LED am Frontlader. Dann 6310. Ist immer euer gewesen, ne? Ja, der hat Opa noch neu gekauft.
so ein Cabrio. Und, was ich persönlich total geil finde, 6910. Aber kein S. Zum Glück nicht. Wieso? S hat elektrisch gesteuerte Einschlussbremse. Ach so. Und das ist einfach uncool. Und wenn es kaputt geht, gibt es keine Teile mehr, soweit ich weiß. Und der hat normal Verteilereinschlussbremse, so. Ja, der andere hat auch eine Verteilerpumpe. Das Ach so. Ist quasi auch die mechanische, ist aber elektrisch angesteuert. Oh. Also Gas geht elektrisch und das ist uncool. Also hier gibt's. Geh mal im Händewaschen und geh mal los. Ja. Also wir fahren jetzt noch eine Tour weiter. Hackschnitzel holen, wir nehmen aber jetzt den geschlossenen 3650 mit. Auf dem anderen ist das alles laut. Nee, ist richtig cool hier. Dieser auch, das ist kompletter Originalzustand, der ist noch echt schön. Und das ist alles dran. Der hat Frontabwelle, der hat Frontabwelle, der hat Frontabwelle, der hat Frontabwelle, der 3650 hat Frontabwelle. Oben steht noch 6930, der hat Frontabwelle. Alles da. Oh, wir sehen uns gleich. Also das ist schon was anderes als unser Zuhause. Wahnsinn. Das ist mal edel hier. So sieht das übrigens aus, wenn man keine ERR hat. So ist das Standard. Habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ah, schöner Trecker. Und so sieht das aus, wenn man diese Werkzeugkiste hat. Auch nicht schlechter. Naja, schön, schön. Jetzt gern haben für seinen Motor. Ja. Kann sein, dass der da kurz anhält. Ja, hat er mal kurz angehört. Ja, sehr gut.
Teil auch halt. Richtiger Traum. $69.10. Ultimate Edition. Der kommt um 6R. Ist hier drin halt auch total wie neu sogar. Das Original. Das ist eine Kühltasche von John Deere. Ja, ansonsten ist das hier fast hier auf dem 6830. Vorne ist das wie beim 10er so. Ja, aber ist eigentlich fast noch gleich. Hier dann noch so eine erweiterte Vielfachanzeige. Aber ist total cool. Das ist ein richtig schöner Trecker. Total schön. Fahrzeugfeld hat er natürlich auch selbstredend, ne? Aber ich denke, wenn man den da aufhat, das ist schon cool. Ja. Diesen Düngersteuer, den hat er irgendwie. Er war vor 2-3 Wochen noch bei mir zu Hause. Und in dem Zug hat er irgendwie den Düngersteuer bei uns gekauft, sogar irgendwo. Ja, 6310, der immer schon hier lief, sagt er. Auch sehr schön. Also hier ist das John Deere Paradies, keine Frage. Echt geil. Und das ist halt, finde ich, das Highlight von dem Ganzen. Das ist die letzte Ausbaustufe, die man haben kann, an 3650. Da vorne sieht man noch, da hat er noch so zwei Highlands laufen. Ist wirklich schön hier. Naja, der Hof, der streckt sich über 3 Ebenen oder 4. Ist total krass. Von diesen Mengele haben die hier 2 Stück. Ich glaube zum Silofahren damals gekauft, so wie ich es verstanden habe. Und ja, wie gesagt. Das ist schon. Das hier sind übrigens die breiten Kotflügel. Meine sind ungefähr so breit. Ja, so. In Deutschland hatten die immer dran, glaube ich. Naja, unser kommt aus Frankreich. Ja, hier 3 Steuergeräte. 1, 2, 3. Und ich denke ein Rücklauf. Dann, wie das hier funktioniert, das weiß ich nicht. Das ist aber dasselbe wie mit der Kralle, die. Jetzt ist es frei. Ich denke, wenn der locker ist, dann ist es gesperrt. Muss dasselbe sein wie bei unserem großen Trecker mit der Klaue. Was er überall nachgerüstet hat, ist diese Duomatic-Kupplung. Das ist auch irgendwie. Haben die an allen Treckern dran. Ja. Diese Kurbel, die fehlt ihm. Er hat 2. Und halt so eine übel heftige Strebe von den Großen dabei. Ja, können wir noch mal weiter gucken. Ja, das Baujahr 1993 ist mit einer von den letzten. Hat den Aufstieg hier. Ja, es gibt doch wohl hier und da welche, die das haben. Bei uns im Nachbardorf läuft auch so einer. Ja, dann hat er vorne. Was müssten sein? 540, 65 R24 und hinten 600-65 R38. Eine Degenhardt Fronthydraulik und ich glaube, die Frontzapfwelle kommt immer von John Deere. Nein, gelogen. So viel Ahnung habe ich. Ja, auch Frontzapfwelle, was richtig geil ist. Richtig geil. Kommt auch von Degenhardt, aber noch ziemlich neu. Guck mal, 2003. Ja. Gimann, komm mal her. Holla. Ne, will er nicht. Was meiner nicht hat, ist so eine Trittstufe. Und auch nicht den Griff. Wobei ich weiß, dass unser Alte das hatte. Muss ich ihn nochmal nachfragen. Nettes Detail, zeige ich euch. Guck mal, im Zyklon. Habt ihr gesehen? Erst ein Fremdkörper wurde angesaugt.
Ja, was soll ich noch erzählen? Traumhaft das Teil. Richtig traumhaft. Das hier ist anders wie bei meinem, weil, das hat er gesagt, stimmt, wegen dem Aufstieg. Ja, und dann natürlich hier LED-Beleuchtung noch nachträglich. Ja. Die beiden, die halten hier die steilste Stelle dann sauber. Ja, schön. Wie schnell wollen sie eine Hofauffahrt gefegt haben? Schnell. Ist halt auch ein geiles Spielzeug. Das ist ein 955 Kompakttraktor. Ist fast dasselbe wie der Kubota tatsächlich. Habe gerade Kehrmaschine vorgebaut, hat auch einen Schneeschieber dafür, hat alles dafür, sogar einen Frontlader. Jo. Jetzt oder was? Jo. Ja, du lachst, ich sitze aber mit. Hier steht auch noch so ein ganz geiles Exponat. Jo. Er und er. Da müssen wir hin, irgendwann. Schaffen wir nicht. Also wenn man... Alter, geil. Das muss haben, ne? Der ist schon wild. Wenn man da reinguckt... Das ist genau wie auf dem 6R. Nur die Kabine ist ein bisschen kleiner. Das ist für euch. Und das ist schon Endstufe, würde ich mal behaupten. Und dann mit dem Butterfly-Mähwerk ist auch geil. Wir dürfen tatsächlich nochmal hier mitfahren. Also wir hatten den schon hingestellt. In der Hoffnung. Dass er richtig steht, sag ich mal. Aber ist doch nicht so. So, machen wir noch mal einen Kalt. Ja, ist ja warm. Aber machen wir noch mal einen Start. Geil. Ach komm. So. Ein elektronisches Tachometer. Also nicht mehr dieses Schätzeisen. Das ist halt schon irgendwie geil. Das ist wild. Aber ein Traum von einem Träger. Kann man nicht anders sagen. Auch hier. Zack. Wieder runter. Wo hier. Schön Spiegel. Richtig geil. Drei Zusatzsteuergeräte. Das ist cool. Die Kohlflügel. Boah. Ja, Getränkehalter. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Das ist so normal. Er macht da gerade die Scheune noch sauber. Mit dem Laubbooster, versteht sich. Oh, schaltet das Butterweich. Meine Fresse. Wild. Wild. Da wird er dann auch schlafen. Haben auch noch Reifen gekauft.
hinten 3650. Bisschen glatt, aber geht wohl. Damit sind wir ja vorhin gefahren. Aber ich habe ihm da noch viele Gewichte für mitgebracht. Musst du es? Und da tun wir das auch eben erzählen, weil das Teil ist einfach abartig. Müssen wir eben einmal drüber filmen. Ist einfach geil. Das steht auch auf der Habenbusliste. Kein Scheiß. Habt ihr schon mal so einen Reifen gesehen? Ich habe mal meinen Schuh da drauf. Ist wild, Alter. Hab ich vorher auch noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Als 16 Zoll. Als 18 Zoll gibt es das, glaube ich, schon mal. Wie das so auf so Fendt-Dingern drauf ist, so die Fendt ohne Allrad, die 3.9er. Ja, stimmt. Die ersten Vario-Dinger mit gebremster Vorderachse, die haben, glaube ich, 18 Zoll vorne. Ja, okay, oder sie haben Breite. Wahnsinns Querschnitt. Das ist 16. Ist geil. Und hinten machst du auch noch andere drauf? Ja, hinten kommen 25, 70, 38 Michelin. Ja. Der Traktion wegen. Da müsst ihr euch mal vorstellen. 50 Jahre alt, das ist der erste Lack. Hast du poliert? Ja. Ja. Aber der war gar nicht so krass stumpf. Also das war schon in Ordnung. Hat ein Verdeck drauf gesessen, das hat er abgemacht. Frontlader saß auch dran. Ja, von Quicke 2000. Das ist das, was du überhaupt nicht besitzen willst. Aber echt schön. Auch wenn er hier, oder ist das immer weiß? Nee, ich denke, das war auch hier, also... Der stand bis hier in der Scheune da. War die Haube noch viel schöner, wie von da nach da. Der hatte immer so viel rausgeguckt, wo die Sonne drauf geschienen hat. Das kann. Aber würde mich jetzt gar nicht mal stören. Ach, Vater hat gemeint, da mal einen neuen Aufkleber, aber ich sehe es eigentlich auch so. Das gehört so. Der ist so, wie er ist. Ja, also das ist schon in Ordnung. Dann hier schön mit den Gewichten. Das sieht schon gut aus. So, erzähl. Da ist ein anderer Motor drin. Ja. Also ich habe den gekauft mit Motorschaden. Motor war fest auf 2 Bläuel richtig schlimm gefressen. Und die anderen 4, die waren angefressen. Und aus dem 3650 Schlachtopfer von damals war der Motor noch übrig hier auf dem Heuboden. Und dann musste der da rein. 3650? Oder 3350. Ich kann Motor sagen. Mit 3650 Pumpe, so rum, ja. Das ist übrigens so ein Krümmer, das ist derselbe Motor wie im 3650. Ist auch ein paar Kleinigkeiten. Und das ist der Krümmer so, wie er bei den anderen beiden Modellen ist. Da geht er vorne ab. Bei dem anderen in der Mitte, da sitzt der Turbolader. Ja, genau. Also 3650 Anspruchspumpe, 3350 Motor. Block, ist, genau. Ja. Ist ein Sauger halt noch. Ja, soll es auch bleiben, wegen Sound. Turbomotoren klauen ja doch ein bisschen den Klang. Wir sind ja gerade mit gefahren, das ist abartig. Das Teil, das ist einfach abartig. Was ganz interessant ist zu sagen, finde ich, der hat vor 50 Jahren, 1974, halt schon eine Luftdruckbremse dran gehabt hier und ist auch immer dran gewesen. Naja, so also ich habe den vom Erstbesitzer gekauft. Das war, also die hatten irgendwie die ersten 10 Jahre noch Ackerbau und dann nur noch Weinbau, irgendwie 20 Hektar. Das ist ja schon wild, eigentlich 20 Hektar Wein. Wow. Ich glaube, da wirst du steinreich. Und die haben mit dem Ding nur so ein, ich glaube, Maischewagen nennt sich das. Ja. Und haben vom Vollernter oder von wo das sie dann die Trauben da drin haben, in die eigene Weiterverarbeitung da gefahren. Ich habe da keine Ahnung. Aber das ist schon cool von damals. Hier ist der Original-Puffertank oder was man sagt. Aber nur ein Kreis, ne? Das war ein Kreis mit 5 Bar Betriebsdruck, wie das also, halt so ist früher. Wie die DDR-Typen das haben. Das ist die DDR-Bremse. Ein Kreis ist DDR-Bremse. So, und das ist halt dran. Und das ist halt arg cool, wenn man sowas hat. Und so ein Trecker im Originalzustand, das ist auch einfach cooler als noch einen, finde ich, der... Es kommt halt drauf an, wenn der so komplett Schrott war und du restaurierst ihn auf absoluten Neuzustand, dann ist das total geil. Aber das Ding zu restaurieren, wäre ja ein Verbrechen an der Menschheit. Ja, das geht ja nicht. Ich habe den dann umgebaut auf 2-Kreis-Druckluft. Und dann muss man das Systemdruck halt anheben auf 8 Bar. Oder die meisten fahren ja 8 Bar. Oder irgendwo 8, 2. Aber das ist getan mit
Begrenzungsventil hochdrehen. Regler reindrehen. Ja. Siehst du. Da die Schraube reindrehen. Ja, siehst du. Also weil es bei dem Ventil halt so, ich weiß gar nicht, wie es bei anderen ist. Ja, mein Gott, aber ich meine, vom Grundsatz her ist es zu machen. Ja, ja, also sonst habe ich nichts getauscht, außer das Bremsventil selber und halt da der Druckregler auf 8 Bar. Also Leute, wenn ihr einen geilen Trecker haben wollt, müsst ihr einen 31-30 haben. Das schockt. Der muss jetzt noch in seinen Schlafplatz. Und was geil ist, was ich gerne zeigen wollte, ist mit der Lenkung noch. Ach jo. Also der Trecker hat kein Lenkorbitrol im klassischen Sinne. Magst du das mal erklären? Einfach so, wie soweit du nur weißt. Also die alten Johnnies, die in der 20- und 30er-Serie mit Servolenkung, die hatten noch kein Orbitrol. Ich weiß gar nicht warum. Die hatten halt so die mechanische Lenksäule auch. Da ist es quasi alles gleich. Da unten ist eine Gewindespindel drin. Und die dreht, wie halt das bei den alten Getrieben so ist, den Lenkhebel dann unten mit dem Gegenstück. Ja. Und jetzt hier, das ist auch so eine Gewindespindel. Und da sieht man ja, da bewegt sich das Lenkrad hoch und runter, wenn der aus ist. Ja. Und wenn der an ist, ist da halt quasi Öldruck drauf. Und soweit ich das jetzt im Sinn habe, wenn du drehst, öffnest du da drin irgendwo Kanäle und der Ölstrom unterstützt quasi dein Lenken. Aber eigentlich ist es eine mechanische Lenkung. Aber es ist krass, also er stellt mir gleich an und lenkt, das kann man wahrscheinlich gar nicht mal so sehen, was man fühlt. Man fühlt überhaupt gar keinen Widerstand. Also bei einem Orbitrol merkt man ja, dass ja, du lenkst. Man hört es auch so arbeiten. Ja, richtig. Und das hier, also das ist so die perfekte Vorgewendelenkung. Ne? Das ist so geil. Also das ist wirklich geil. Also wir haben ja noch ein 10-30 und ein 20-30. Die wurden ja früher hier neu gekauft bei uns mal. Mit Allrad. Ja, mit Allrad. Und da kannst du am Vorgewende, wenn du hochhebst, das Lenkrad anstupsen, in die eine Richtung Gang wechseln und dann die andere Richtung wieder Gang wechseln. Das ist schon geil. Ne? Also ich hab da jetzt das erste Mal auf so einem Trecker auch gesessen und ich muss echt sagen, da war ich echt begeistert von. Ich stelle mich mal eben hinten drauf, wenn er ihn gleich anschmeißt und dann lenkt er und dann müsst ihr auf die Vorderreifen achten. Vielleicht sieht man es sonst. Ja gut, das kann man ja wirklich anstupsen. Ist ein wildes Gefühl. Also, und nimm mal. Und dann zeigen wir die Augen. 1974. Da sind die meisten noch mit dem, was weiß ich, D430 Fahrmal rumgefahren. Ja gut, bei uns in der Region gab es die Dinger einfach nicht. Kein Mensch hat so einen Sechszylinder-Johnny, so einen alten. Gibt's den nicht. Nein, die gibt's bei uns auch nicht, aber... Ja, doch, bei euch schon eher, da... Ne? Junge, hier. Das ist 2 Meter. Das ist über 2 Meter Motorhaube. Das ist Wahnsinn. Nein, das war jetzt halt auch Zufall eigentlich. In der Region, wo ich den weg habe, gibt's sowas eigentlich auch nicht. In der Pfalz, da ist halt auch bergisch. Beziehungsweise auch so klein strukturiert halt wie bei uns. Da war das schon eine wilde Karre. Das wäre überall eine wilde Karre gewesen, 74. Ja, aber so in Norddeutschland, die konnten es ja benutzen. Also da waren ja die Flächen da. Ja, aber ja, aber hier doch. Irgendwie halt nicht. Da waren die Einbaugeräte nicht da und die Flächen nicht da. Ja, das stimmt. So, ich versuche mal das einzufangen. Ganz klasse Maschine. So, ich bin im Auto unterwegs, auf der Autobahn. Und ja, was soll ich sagen? Das Wetter ist kacke. Darum habe ich mich mit Erik getroffen, beim Kollegen von ihm, den ich auch schon kannte. Habe ich da die Reifen dann abgeholt, so eine Stunde von mir entfernt, 2 Stunden von ihm entfernt, keine Ahnung, den Dreh. Ja, und dann hat sich das so ergeben, ne? Damit er gleich über die Bühne ist, damit da keiner mit sitzt, keiner wartet, jeder eben mit bei jedem Antrag zum Verladen. Das war eigentlich ganz cool. Ja, jetzt werde ich die Reifen gleich abschmeißen bei der Firma. Und dann werden die nächste Woche, wenn das Wetter so weitergeht, haben wir nächste Woche wohl mal einen Tag, Abend, Nachmittag oder Abend Zeit, die Reifen aufzusetzen. Und dann mal gucken.
Boah, das ist echt nicht schön. Je weiter ich nach Hause komme, je schlimmer wird der Regen. Naja, ihr wisst es selber, ne? Ja gut, wir sehen uns dann gleich draußen. Können wir eben gucken. So, das sind die guten Räder. Jetzt ein Michelin-Reifen drauf, aber der ist zeitlich eigentlich hinter sich. Jo, das ist so eine typische John Deere-Verstellfelge. 38 Zoll. Ja, ne? Was soll ich dazu groß sagen? Müssen wir nächste Woche mal gucken, wie es so aussieht. Kriegen wir wohl hin. Aber hier sind sie schon mal. So. Gestern Abend haben wir noch die Reifen umgezogen. Die sind gestern noch gekommen, die neuen Decken. Und ratet, wo ich hinfahre. Reifen umbauen. Haha. Nur die 6-2-Wege-Ventil oder was das ist, was ich da habe. Hier, diese elektrische. Das wird mich garantiert ärgern. Ich habe das unweigerliche Gefühl, dass es passiert. Es saß bei der Luftdruckbremsanlage im Weg, es saß bei der Kabinenabnehmung im Weg, es ist immer im Weg, egal, es ist immer noch versetzt worden. So, und dann kommen die Reifen, die jetzt drauf sind, hinten auf dem Wagen und dann in der Halle. Vielleicht probiere ich gleich, wie ich die umschrauben muss, dass das als Pflegespur passt. Ja, die will ich nämlich behalten als Pflegereifen. Ja, ne? Oh, das ist so ein geiler Reifen. Das ist toll. So. Alles Knoten, ne? Radgewichte Knoten, Reifen Knoten. Das ist die Ansicht, die wir kennen. Mit den 460, 85, 38 Decken. Mit dieser Verstellfelge. Andere Seite habe ich schon komplett umgebaut. Oh, mal gucken. Tada! So sieht es jetzt aus. Mit hinten 665 R38. Das ist mal ein Reifen. Finde ich geil. Also, damit zieht er. Der hat vorher schon gezogen. Aber jetzt mehr. Wir könnten ja noch mal theoretische Breite messen. Die ist nämlich nie so, wie sie angegeben ist. Hier sind es 400... Doch, tatsächlich sind es hier 460 Zentimeter. Millimeter. So, jetzt gehen wir mal zum neuen Reifen hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger. Ja, genau. Hier sind es nämlich nur 56 anstatt 600. Sei es drum, das ist immer so. So, ich habe hier den Zollstock so komisch geformt, weil ich was messen wollte. Und zwar die Doppelreifen, die passen ja trotzdem noch dran. 38 Zoll ist 38 Zoll. So, ich werde jetzt mal da anlegen. Da sitzt ja der Zwilling. Und dann mal hier drüber gucken. Moment, jetzt muss ich mal mit Kamera. Jetzt lauere ich mal hier, wo ungefähr der Oberlenker ist, drüber. Das ist ungefähr 13 cm bis zur Mitte. War das gerade? Nee. Moment. So. Sagen wir mal 16 bis zur Mitte. Also nur als Vergleich. Jetzt legen wir da an. Da wird der Zwilling dann sitzen. Und dann gucken wir nochmal. Bisschen tricky. Hier ist er bei 187, also 13 cm. Das sind dann 3 cm weiter nach außen. Das kann man auch hier ein bisschen sehen. Oben. Weil hier ist das bündig. Das ist genau das. Aber ich denke, für 3 cm weiter nach außen ist das in Ordnung. Das ist so ein Stück.
Das andere ist irgendwie 2,97 Meter, dann ist das, das passt mit 3 Meter. Das ist okay. Und die Innenspur, das muss ich auch nochmal gucken, falls man mal flügen will, ist die Innenspur immer entscheidend. Innenspur, Vorderreifen, Hinterreifen. Ja, die ist auch etwa, ja, nicht ganz perfekt, aber es passt. Ja, nee, lassen wir so. Der andere Reifen kommt auch noch drauf. Ich habe erst den gemacht extra, wegen Motivation, weil hier habe ich das ja hingebastelt. Kann mich noch ärgern. Mal gucken. Dann ist das so, dann wird es auch umgebaut. Dann habe ich gerade noch versucht, den anderen Reifen mal andersrum drauf zu setzen, ob das geht. Dann hätte er theoretisch Pflegespur, allerdings muss das ein bisschen weiter von der Kabine ab. Wenn man den Reifen jetzt einfach umdreht, scheuert der an der Kabine. Dann muss die scheiß Schüssel da noch versetzt werden. Aber auch das kriegt man irgendwie hin. Mal gucken. Ich mache erstmal die Seite fertig. Das wird dauern mit dem Ventil. Ich habe da so eine Befürchtung. Es ist Geknoje. Echt. Ich habe dieses behämmerte Ventil schon wieder umgesetzt. Beziehungsweise das Ventil sitzt da noch. Hier meine Schaltung. Jetzt steht ja Fronthydraulik, jetzt auf Steuergerät hinten. Das musste auch noch mal wieder weg. Das hatte ich da. Manchmal ist das so, ne? Gut, die breiten Reifen sind drauf. Junge. Und das ist auch noch so warm heute. Aber das kann sich sehen lassen. Von hinten ist das der Hammer. Hm. Ja. Und im Sommer oder so wird der jetzt mal entreift und dann werden alle vier Reifen lackiert. So, dann habe ich hier die anderen Reifen. Diesen habe ich schon umgeschraubt. Das hier ist ja die Außenseite, war es auch. Hier hat ja der Zwilling gesessen. Das ist der Mitnehmer. Die passen ja übrigens immer noch dran, ne? Spindel anpassen und dann könnte man das auch noch machen. Also wieder multifunktional. Ich habe die Fertigschüssel hier einmal gedreht, dass die Wölbung nach außen ist. Und somit habe ich 1,60 Meter Spur. So ist es. 1,60 Meter Spur. Habt ihr so einen Reifen schon mal beguckt? So sieht das aus. Ich habe diesen mal auseinandergeschraubt. Der hat hier so Backen drauf geschweißt. Und dann kann man die Schüssel hier so entweder einmal drehen, andere Seite ranschrauben. Ich muss jetzt einmal drehen. Der hat hier gesessen, ne? Und so wie sie jetzt steht, kommt sie wieder rein. Und so hat man da, wenn ich nicht alles täuscht, eins gedreht, zwei, andere Seite eins gedreht, zwei, das sind vier Möglichkeiten. Hat man vier Möglichkeiten? Ich glaube wohl. Man kann ja die Schüssel hier so rum und andersrum und andere Seite so rum und andersrum. Mehr Möglichkeiten hat man, glaube ich, nicht. Nee. Naja, auf jeden Fall passt das dann. Eine Pflegespur hinten. Und wenn man vorne dann auf Pflegespur haben will, dreht man die Reifen um. Diesen nach links und den linken nach rechts. Und dann passt das auch. Ist knapp. Aber nicht so knapp wie beim 6230, also das müsste gut gehen. Das sieht dann natürlich jetzt wöchst aus, aber was soll's. Ganz ehrlich, was soll's. Ja, ich schraube die Schüssel wieder rein. Dann nochmal mit Drehmoment hier rumrennen, die Schrauben anziehen. Und dann habe ich es auch soweit. Eben noch abwaschen hinten, das Reifenmontierfett, das ist gut. Und da ist er rundherum gut bereift. Vorne hat er wohl diese Pedlas-Reifen oder Pedlas oder was das ist. Aber lassen rollen, ne? Hauptsache der Reifen ist rund. Hinten dann Firestone oder die Kleber. Die sind an sich auch nicht schlecht. Darum wollte ich die auch behalten. Und wenn man ganz irre ist, könnte man da natürlich Doppelreifen von machen. Aber die habe ich ja. Die passen dann beide dran.
müsste ja bei dem, die Spindel gibt glaube ich wohl 3 cm her, so dran passen. Können wir nachher vielleicht mal ausprobieren. Für diese Seite müsste man halt andere Spindeln haben. Aber ist kein Problem. Das ist eine gängige Windestange. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit, dass man dann alles kombinieren kann. Puh. Und ich glaube, jetzt ist es ein Trecker. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei Erik Lautenschläger, von dem ich die Felgen habe. Und dann auch bei Andreas Behrenswert, das ist unser Reifenhändler. Der hat mir die Firestone-Reifen besorgt. Kosten eine Mark, aber das sind auch schöne Reifen. Mit Nupsis noch drauf. Ist das herrlich. Boah, ist echt schön. Machen gerne Leiden jetzt. Und dann irgendwann nochmal Felgen lackieren. So, ich mach weiter. Erste Aufgabe mit den dicken Reifen hat er schon bestanden. Musste hier beim Mischsteuer eben ein bisschen nach hinten geschoben haben, damit ich hier meine Besen- und Schippenhalterung anschrauben kann, oben. Weil ich passe da sonst nicht zwischen. Geil. Richtig gut. Oh, wenn das da noch drauf steht. Cool. Kennt ihr das? Es ist Sonntagsmorgen. Man hat da Futter angeschoben, kommt hier so und denkt sich so, was machst du hier? Kiemann. So, erstmal gucken, wo du ausgebüxt bist. Da vorne steht noch einer. Und noch einer. Ist ja kaum zu glauben. Hier haben sie auch schon, ne? Ach, ihr fixen Brüder hier. Schwestern sind's ja. So, ich zeig's euch. Haben die hier doch tatsächlich das Gitter aufgemacht. Ha. Ja, euch geht's gut, ne? Ah ja, mal wieder einfangen, die Bande. Klug sind sie, ne? So, ich habe hier alles wieder aufgeräumt. Und diese Stange haben sie verloren gebracht. Die hier so reingehört. Und das, hier habe ich extra so eine Falle hingebaut. Irgendwie haben sie die trotzdem entriegelt. Schlaue Viecher. Naja. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, erstmal Respekt, ne? Und ja, hier an dieser Stelle wird das Video dann beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ne? Haut rein, Leute. Zieht zu.